Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über das Startup-Produkt geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Und da ist er wieder. Sai Chiripur, einer der bekanntesten Online-Marketing-Experten, hat sein neues Sofortprodukt gelauncht und wir sind begeistert. Aber was für Sai Chiripur-Erfahrungen konnten wir machen? Im Folgenden möchte ich meinen Eindruck meine Startup-Produkterfahrungen mit Sai Chiripur darlegen. Bei dem digitalen Sofortprodukt handelt es sich um ein Online-Seminar bzw. um einen Videokurs, in welchem Schritt für Schritt erklärt wird, wie man ein eigenes digitales Produkt erstellt und vermarktet. Der Entwickler dieses Kurses, Sai Chiripur, ist ein angesehener Online-Marketer, der besonders versiert im Bereich Affiliate-Marketing ist. Er ist Gründer von mehreren Firmen, darunter Rocket Empire GmbH, Love Empire GmbH und Entwickler des Evergreen Systems. Das digitale Sofortprodukt zeigt, wie man innerhalb von 5 Tagen sein eigenes digitales Produkt entwickeln kann und wie man das Angebot so gestaltet, dass man zu allen Tageszeiten verkaufen kann, wobei der Verkaufsprozess vollkommen automatisiert ist. Dies geschieht in 12 Modulen, die ich nun einmal kurz vorstellen möchte. Die Module im Überblick. Das erste Modul erklärt, wie man eine geeignete Nische findet und worauf man dabei achten sollte. Eine passable Nische sollte mehrere Bedingungen erfüllen, unter anderem sollte sie natürlich möglichst lukrativ sein. Im zweiten Modul geht es um die Produkterstellung. Gezeigt wird der Ablauf sowie die optimale Umsetzung. Das dritte Modul behandelt den Aufbau eines Mitgliederbereiches, aufgeteilt in Erstellen einer Login- und Logout-Seite, der Hauptseite und Inhaltsseite. Modul 4 hebt die Wichtigkeit eines eigenen Logos hervor und wo oder wie man es sich erstellen lassen kann. Das fünfte Modul zeigt die unterschiedlichen Zahlungsanbieter. Wenn man ein Online-Produkt verkaufen möchte, braucht man einen geeigneten Zahlungsanbieter. Was man bei der Auswahl beachten sollte und wie man den Anbieter einbinden kann, wird hier dargestellt. Besonders eingegangen wird hier auf Digistore24. Modul 6 erläutert den Umgang mit Membership-Software und die unterschiedlichen Anbieter. Wie man seinen Inhalt schützt und wie ein Käufer nach Zahlungseingang automatisch Zugriff auf das Produkt erhält, zeigt sich in diesem Modul. Dafür gibt es mehrere Wege, die alle zum Ziel führen. Entscheidend ist, den richtigen und geeigneten Weg für sein eigenes Produkt auszuwählen. Empfohlen und zur Veranschaulichung wurde Digimember, eine der vielen Membership-Software-Optionen, verwendet. Weiter geht es im Modul 7 mit dem Aufbau einer Landingpage. Die Landingpage ist bedeutend für die Produktpräsentation. Sie muss angepasst und optimiert sein für die Zielgruppe. Hier werden Vor- und Nachteile sowie die verschiedenen Arten von Landingpages gezeigt, sodass man in der Lage ist, mit seiner eigenen Landingpage Kunden zu gewinnen und den Verkauf zu steigern. Im 8. Modul werden die Vorteile von Webinaren aufgezeigt und wie man sie für sich nutzen kann, um das Produkt noch besser zu verkaufen. Sai Chiripur persönlich empfiehlt Ever-Webinar, welches er ausführlich vorstellt. Modul 9 verdeutlicht die Wichtigkeit des Brandings. Es beschäftigt sich mit der Klärung der Frage, warum ein Produkt zur Marke machen sollte und welche Vorzüge es mit sich bringt. Modul 10 hilft bei der Auswahl eines Videoanbieters. Wer ein Video hochlädt, um sein Produkt zu vermarkten, sollte auf YouTube verzichten und sich eine Alternative suchen. Hier werden diese, wie Vimeo, Easy Video Suite, Visita, eingehend beleuchtet und am Beispiel die Einrichtung eines Anbieters veranschaulicht. Die letzten beiden Module behandeln das Outsourcing, also wann und wie man Arbeitsprozesse abgeben, welche eignen sich dafür und so weiter. Sowie die Reseller-Lizenz des Evergreen Systems von Sai Chiripur, die es einem erlaubt, sein Evergreen System weiter zu verkaufen für eine Provision von 80%. Bonusmaterial. Neben diesen 12 Modulen gibt es noch allerhand Bonusmaterial. Erstellung einer Opt-in-Seite, E-Mail-Marketing, Optimus Press, Designen von Mitgliederbereich und Landingpages sowie der richtige und effektive Umgang mit Facebook-Ads. Alle diese Module sind unterteilt in Lektionen, dabei sind manche Module umfangreicher als andere. Erklärt wird alles in Videoform, theoretisch und praktisch. Mein Startup-Produkt Review. Die Module sind alle super erklärt. Die Aufteilung der Lektionen ist sinnig und hilfreich, sodass man jederzeit die Möglichkeit hat, sich eine einzelne Lektion noch einmal anzuschauen, ohne dass man gezwungen ist, das komplette Modul erneut durchzuarbeiten. Genauso kann man auch Lektionen überspringen, falls man glaubt, nichts Neues mehr lernen zu können. Würde ich jedoch nicht empfehlen, man lernt nie aus. Auch wenn es an Themen ging, wo ich keinerlei Erfahrung hatte, alles rund um Opt-in-Seiten, konnte ich das Gesagte und Gezeigte problemlos nachvollziehen. Dennoch würde ich es absoluten Anfängern nicht uneingeschränkt empfehlen, sondern nur unter der Prämisse, dass eine Bereitschaft zum Lernen absolut vorhanden sein muss. Als Einsteiger muss man hier wesentlich mehr Zeit investieren und gegebenenfalls auch auf eigene Faust Sachen nachschlagen und vertiefen. Allerdings muss ich wiederum zugeben, dass ich meine Erfahrungen auch nur aufgrund seines Evergreen Systems hatte. 2 Spitzenprodukte und ich bin gespannt, was Sai Chiripur noch auffährt.
Hervorheben möchte ich das Bonusmaterial zu Facebook-Ads. Hier bekommt man super nützliches Wissen, was man sonst nur teuer in separaten Kursen kaufen kann, und hier wurde es mal eben als Bonus mitgeliefert und ist dazu noch sehr umfangreich. Man lernt hier von Tracking-Pixel bis hin zur Erstellung von Zielgruppen, Bannern sowie Bild und Anzeigen wirklich alles, was einem dabei hilft, effektiv Werbung auf Facebook zu schalten. Der Preis stimmt für den Inhalt. Qualität hat eben seinen Preis und Schrott findet man überall im Internet. Meine abschließenden Startup-Produkt-Erfahrungen mit Zeitschiri-Tour. Dieser Videokurs richtet sich vor allem an Leute, die Online-Geld verdienen möchten, aber auch gewillt sind, Zeit zu investieren. Hier muss jedem bewusst sein, dass man nach dem Anschauen des Kurses noch kein Geld verdient hat. Danach fängt erst die richtige Arbeit an. Das erfordert einiges an Zeit und Geduld, denn so ein Produkt entwickelt sich nicht von allein. Außerdem sollte man wissen, dass wenn man wirklich ein digitales Produkt verkaufen will, das selten ganz ohne Kosten geht. Man muss auf diverse Software zugreifen, um möglichst erfolgreich zu sein. Angefangen bei einer E-Mail-Marketing-Software, Membership-Software und viele mehr. Im Kurs selbst werden verschiedene Software empfohlen, jedoch sollte man sich auch immer nach Alternativen umschauen, da für sein persönliches Produkt eventuell andere Anbieter besser sein könnten. Das digitale Sofortprodukt insgesamt ist eine gute Starthilfe für alle, die ernsthaft daran interessiert sind, ein eigenes Produkt online zu verkaufen. Was das für den Geldbeutel bei einem digitalen Produkt bedeutet, brauche ich wahrscheinlich nicht zu erwähnen. Genauso geeignet ist es für Leute, die ihren Horizont auf diesem Gebiet noch erweitern möchten. Es ist so viel Material, dass sich dort garantiert noch Tipps verbergen, die man noch nicht gewusst hat. Wie ich schon kurz erwähnte, ist es auch für einen Frischling machbar, sofern er außerhalb des Kurses sich weiteres Wissen aneignet. Die Schritte und Beispiele, die verwendet werden, sind anschaulich und einfach erklärt, aber dennoch wird ein gewisses Grundverständnis vorausgesetzt. Ich habe mir dieses Grundverständnis über Zeitschiri plus Evergreen System holen können. Zeitschiri.pu hat hiermit ein ideales Sprungbrett geschaffen, ein ernsthaftes Online-Business für jedermann zu ermöglichen. Meine Startup-Produkt-Empfehlung. Ich bin um einiges Wissen bereichert worden und werde es zukünftig gewinnbringend für mich nutzen und spreche eine klare Kaufempfehlung aus für alle, die ernsthaftes Interesse hegen, eine moderne Richtung einzuschlagen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.